Alex. Haben Sie einen Moment, Mr. Butler? Heute ist viel los, Junge. Wir reden morgen früh, okay? Jetzt wäre mir lieber. Schön. Schieß los. Ja, ich denke, ich bin bereit für das nächste FA Cup-Spiel. Die letzten zwei habe ich von der Tribüne aus gesehen. Und Sie hatten recht, FA Cup-Spiele sind anders. Ich kann's jetzt. Klingt wie ein Mann mit einer Mission, Hunter. Finde ich gut. FA Cup. Mein Großvater hat den Cup nie geholt. Ich rede mit dem Trainer. Ich verspreche nichts. War's das? Ja. Cooles Shirt. Na, wir gucken mal. Ich bin da noch so ein bisschen skeptisch. Wir dürfen mitspielen. Ja, sehr schön, wir dürfen mitspielen. Okay. Falls es jemand von euch noch nicht wissen sollte, der FA Cup ist kein gewöhnlicher Pokal, sondern eins der ältesten und besten Pokalturniere der Welt. Leidenschaft, Dramatik, Sensationen, Helden, Ruhm, alles dabei. Einige der besten Spieler aller Zeiten haben diese Trophäe gewonnen. Drake, Lofthouse, Estel, George, Hoddle, Cantona, Drogba und Owen. Jeder von ihnen träumte als Kind davon, den Siegtreffer im FA-Cup-Finale zu schießen. Und jeder von ihnen hat sich damit unsterblich gemacht. Wer von euch will auch in die Geschichtsbücher? Ich will Leidenschaft und Einsatz sehen. Aber Kontrolle will ich auch auf dem Platz sehen. Jetzt legt los und holt den Einzug in die nächste Runde. Diese Britondo-Spiel wäre an die Wand. Auf ein Spiel kommt es an, Leben. Auf eins. Auf das hier. So sieht es aus. Auf ein einziges Spiel. Warum ist eigentlich nie Jürgen Klopp hinten? Das wäre eigentlich auch mal ganz cool. Herzlich willkommen zum Viertelfinale im FA Cup. Es sind nur noch 8 Mannschaften im Rennen. So langsam dünnt sich das Teilnehmerfeld aus. Ja, und damit werden auch die Leistungsunterschiede zwischen den Teams immer geringer. Es dürfte auch heute ein knappes Spiel werden. Und in der heutigen Partie heißt es Liverpool gegen Crystal Palace. Der erste Auftritt heute also für Alex Hunter im FA Cup, Buschi. Und in diesem Wettbewerb stecken so viele Geschichten. Das ist Tradition pur. Übrigens konnte Hunters Großvater Jim den FA Cup nie gewinnen. Und das, obwohl er sonst so erfolgreich war. You'll never walk alone steht über dem Eingang zum Anfield Stadium in Liverpool. In gusseisernen Lettern geschrieben. Und dieser Song, der auch in vielen anderen Stadien gespielt wird, sorgt einfach jedes Mal für ein Gänsehauterlebnis. Ja, und auch die gegnerischen Spieler sollen immer wissen, wo sie sich befinden und worauf sie sich einlassen. Deshalb werden sie auf dem Weg Richtung Rasen von folgendem Text begrüßt. This is Anfield. Der Klassenerhalt in der letzten Saison für Crystal Palace. Ist das mal ein richtiger Erfolg? Ich finde schon, ne? Definitiv. Die Jahre zuvor ging es doch häufiger rauf und runter. Und klar, mit so einem Klassenerhalt, da kommt wieder die Hoffnung, sich so langsam aber sicher mal zu etablieren.
So, dann geht's los. Eine super Stimmung hier. Und jetzt sind wir schon mittendrin in diesem Viertelfinale im FA Cup. Hoffentlich hält die Partie, was sie verspricht. Wir sind vor allem auf die Anfangsphase sehr gespannt. Das könnte gefährlich werden. Hunter! Klasse aufgepasst vom Torwart. Mist, ich habe aus Versehen kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenaus. X gedrückt, Viereck. Ich wollte gerade PlayStation-mäßig reden, aber gut, was willst du halt machen? Soiree. Das war jetzt so überraschend. Nun Joe Ledley. So, jetzt aufpassen. Ja, kann sich den Ball ruhig vorlegen. Mit dem Ball am Fuß. Es ist keiner da für ihn. Gute Aktion. Abgefangen, gut gemacht. Oh, der hat uns gefoult. Klasse gemacht, stark geblockt. Philipp Bernard am Ball. So, und läuft. Coutinho. Schöne Flanke. Gut gelöst vom Verteidiger, da bleibt er ganz ruhig. Jetzt wird es hier Eckball geben. Alex Hunters Großvater Jim hat ja unheimlich viel gewonnen, Buschi, aber den FA Cup nicht. Ja, und ich kann mir durchaus vorstellen, wenn Alex das irgendwann schafft, würde das auch seinen Großvater extrem freuen. Tja, Ecken sind nicht meine Stärke, man sieht's. Es gibt hier Einwurf. Dabei. Townsend. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Es ist ein Cup-Spiel, eine Niederlage Anderson. Und du bist raus. Definitiv. Wird's jetzt gefährlich. Chance zur Führung. Das ist gut verteidigt. Geklärt hier, aber keine schlechte Gelegenheit. Da müssen wir natürlich aufpassen. Da wollte ich unbedingt mit Hunter machen. Das, vielleicht sollten wir erstmal überhaupt ein Sicherheitstor machen. Sie müssen schneller spielen. Dann könnten sie die Defensive überraschen. Benteke! Da ist er durch, aber er behält die Nerven nicht. Ein ganz knappes Ding. Falter. Ja, bis dahin war es perfekt gespielt und dann fehlt vielleicht am Ende die Konzentration. Der wäre im Normalfall drin gewesen. Das Spiel will, dass wir weiterkommen, habe ich das Gefühl. Also, sorry. Sorry, aber da hört's auf. Der muss doch drin sein. Das gibt's doch gar nicht. Nun, Lukas Leiva. Anderson. Und Storage. Lukas Leiva jetzt. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Ah. Fairer Einsatz hier. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ball von. Und da gibt er Freistoß. Nur Freistoß, okay. Unser Glück. Benteke. Gut gemacht, er hat den Ball erobert. Sehr gut, Hunter. Alex Hunter jetzt. Und jetzt die Chance. Schlechter so Pass. Eine Torgelegenheit. Der hätte ein bisschen eigennütziger sein müssen. Ja, wie man es macht, macht man es verkehrt. Wichtig ist natürlich jetzt überhaupt erstmal ein Tor zu schießen. Vielleicht sollte ich einfach ein paar Mal draufhalten. Wäre ja eine Möglichkeit. Jetzt müssen Sie aufpassen. Das war einfach für den Torwart. Tja, was machen wir da, lieber Hunter? Was machen wir mit dir? Der Ball ist über der Linie, Einwurf. Lovren. Also eins ist klar, die Gefahr ist natürlich sehr groß, Lukas. Dass Hunter eingewechselt wird. Coutinho. Caballé. Da ging er unfair rein und deshalb komm. Freistoß. Alex Hunter. Das könnte die Chance werden. Jetzt! Ja! Woo!
platziert und mit richtig Wucht geht der Ball hier ins Tor. Ein toller Treffer. Stark. Ja, schlechte Torwartleistung, aber... So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Ja, jetzt ist Bernard der Held. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Jetzt gibt's den Endspurt. 3 Minuten Nachspielzeit. Jetzt okay. Alberto Moreno. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Benteke. Das war die Chance zum Ausgleich, Buschi. Aber er macht ihn nicht. Wie redet der denn? Ja, es war schon ärgerlich. Den Ball leitet er weiter. Es sieht gut aus. Es sieht sogar richtig gut aus in diesem Viertelfinale. Kann man wohl sagen, Wolf, sie liegen vorne und wenn sie so weitermachen, dann wird's was mit dem Halbfinale. Ja, dann wollen wir gucken, da ist Hunter. Erstes Spiel, die erste Halbzeit. Die ersten Berührungen mit dem FA Cup. Leistung war durchwachsen. Ist der Druck vielleicht doch noch zu groß für Hunter? Sie sehen's nach einer kurzen Werbung. Ja, wir schauen mal, also wenn der Anstoß ein Highlight ist, war das Spiel schwach. Der hätte drin sein müssen. Der Trainer kann es nicht glauben. Das könnte die Chance werden. Und die Möglichkeit. Tor Bernard. Und der Torwart, sorry, der hat sich so schlecht verhalten. Unrealistisch. Also gefühlt geskriptet, diese Szenen. Man weiß es natürlich nicht. Also wenn es nur 3 Highlights gibt und 1 ist davon der Anstoß, dann ja, dann entschuldige ich mich bei euch, liebe Zuschauer, dann war das Spiel nicht toll.